Das ist die Erklärung. Das ist überhaupt lustig. Nein, das ist auch nicht lustig, das ist interessant. Das ist so, wie du ein Tier drehst und fragst dich, warum der Gepard so schnell ist. So, das, weißt du? Ja. Wir müssten ja auch Informationen sammeln über Menschen, mit denen wir zusammenleben. Man muss ja den Feind in seinem Bett kennen. Den Feind in seinem Bett, ja. Hm? Oder nicht? Ich finde, ganz ehrlich, ich finde dieses Video ängstigender, als ich gedacht habe. Warum? Ja, weil im Prinzip machen sie es ja doch. Weißt du, sie vertuschen es nur besser. Ja, natürlich. Es ist auch wie mit allem im Leben. Du darfst doch nicht, dass in einem guten Restaurant die Leute nicht in ein Essen spucken. Hatte ich bislang gedacht. Nee, kannst du es vergessen. Wie dieses Video zeigt. Ach ja, apropos Video. Wir haben letzter Zeit, also es ging los vor, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder vor 16 Jahren, als Ohrringe noch cool waren, da haben wir ganz viele Mails bekommen von Leuten, die uns eingeladen haben ins Schüler-VZ. Und Schüler-VZ ist das gleiche wie Studi-VZ, nur für Schüler. Und Studi-VZ ist das gleiche wie Facebook, nur Deutsche. So, Netzwerk, wo sich einfach Leute unterhalten können und gegenseitig sich Nachrichten schicken wie, der GDL, was haben wir morgen in Mathe? Oh, eine Prüfung, ah, dann lerne ich jetzt. So, und das ist hier das Schüler-VZ. Genau, und da habe ich mich mal angemeldet mit meinem alten Namen Jimpanse. Das ist mein Profil. Und wie beim Studi-VZ kann man natürlich auch entschiedene Gruppen reingehen. Unter anderem der Internet. Fanclub? Ja. Ja, man muss ja wissen, was abgeht. Warte. Guck mal da, ich bin übrigens auch in Nils Bohmhoff und in Tengadé das perfekte Team. Ja. Und hier, Karl Auer, ich habe einfach mal alles so. Alles, was. Dennis, das Assi-Chick zum Beispiel, gibt es eine Gruppe. Ja, sorry, es gab keine Nils Bohmhoff-Fanclub-Gruppe, sonst wäre ich da auch reingegangen. Hier, Giga Late Nights. 1692 Mitglieder. Fantastisch. Ja, da waren wir wirklich positiv überrascht. Wir hätten ja nicht mal gedacht, dass 1600 Leute die Sendung hier gucken. Sonst würden wir den ganzen Kram hier nicht machen. Das wäre uns ja richtig peinlich. Wenn wir das gewusst hätten, dass 1600 Leute die Sendung gucken. Schamensröte wäre ins Gesicht gestiegen. Dann hätten wir uns vielleicht mal Gedanken gemacht vorher. Ja, wirklich. Über Inhalte, die wir transportieren wollen. Vor allen Dingen auch noch im Schüler-VZ. Das sind ja wirklich, ihr seid ja dann Leute, die kann man noch prägen. Ja. Das heißt, jeder Satz, den man so sagt. Dann ganz andere Gewichtung. So sind Kinder ja. Ich weiß zum Beispiel teilweise Sätze, die mein Vater mir gesagt hat, das war dem gar nicht klar, das habe ich mein Leben lang mit mir rumgeschleppt. Meine Mutter hat mir immer erzählt, Zecken springen von Bäumen. Das habe ich mein Leben lang geglaubt. Das stimmt auch. Nee, wie soll das denn gehen? Mit einem Navigationssystem oder was? Und dann so ein Achtung, springen sie jetzt. Oder so. Ja, wie machen die es denn sonst? Ja, die sind in den Büschen, in den Gräsern und krabbeln dann dein Bein hoch. Wie hoch entwickelt muss eine Spezies sein, um von einem 20 Meter hohen Baum genau auf so einen großen Kopf zu springen und dann auch nicht da irgendwie durch die Federn, sondern auch drauf zu bleiben. Das ist genauso, wie es immer heißt, irgendwie, schau nicht zu viel Fernsehen, du kriegst viereckige Augen. Ja. Und ich saß halt wirklich dann, nachdem ich 2 Stunden Fernsehen geguckt habe, vorm Spiegel und habe halt wirklich so geguckt und dann so gefühlt, ob irgendwas in meinem Schädel langsam eckiger wird oder so. Man glaubt die Scheiße. Aber natürlich. Was wir eigentlich sagen wollten, ist, bitte kommt in die Gruppe Giga Late Nights. Wir wollen, sag ich mal, bis Ende nächsten, bis nach der Sommerpause 10.000 Leute da drin haben. Nee. Doch. Maxi Schemmer hat gesagt, 7.000 Leute möchte er bei seinem MySpace-Profil haben. 7.001, würde ich sagen, ist unser Ziel. 7.001 in der Studi-VZ-Gruppe. Mhm. 1.600 sind ja schon drin. Das sind dann 1.690 minus 7.001 sind... 7.24. Genau. Schüler-VZ, Giga... Late Nights. Jetzt kommen wir zu unserem Musikgast. Da freuen wir uns sehr drauf, dass er hier ist. Hier ist Goldilocks mit seinem fantastischen Song Südlich vom Rhein.
verfolgt, sehen, wie du dich bewegst. Und ich muss sagen, steh dir gut, doch so bitte mal steh ich dir. Zwar lieben gern, einfach weiterzusehen. Doch ich hab diese Angst, dass wir uns nie wiedersehen. Wenn du jetzt noch einen Schritt weiter machst, ohne dich zu fragen, was wollte mir dieser blonde Spinner eigentlich sagen? Nimm dir nur eine Minute Zeit für mich. Wir bleiben einfach hier und so, ich schwör, du brauchst es nicht. Ich weiß, das klingt jetzt echt lächerlich. Doch wüsste ich's besser, wollte ich's nicht verstehen. Was dieser Zauber an dir ausmacht, wenn du mich auslachst, ich kann's nicht umgehen. Baby, in deinem Blick, der mich so herrlich trifft, ist pure Einsamkeit, die mich so zu dir treibt. Und schön, wenn's dir nichts ausmacht, dass mein Wort hast, dass wir uns verstehen. Dann komm mit mir, ich zeige dir Köln, südlich vom Rhein. Wir fahren schwarz mit der Bahn, in uns dehnt, und Mann, ich lad dich zum Abi ein. Und dann am Machen, aber ja, spiel ich dir was vor. Flüster süße Klatschweine rein in dein Ohr. Du und ich zu zweit. Dein Lächeln steht dir so gut. Ich kann nicht aufhören, ihn zu sehen. Was machst du noch mit dem Mund? Oh, halt, Baby, warte, ich sag dir doch, wie ich's mein. Denk doch, liegt jetzt bei jedem Satz, den ich sag, an Schweinereien. Ich denk an süße Dinge, die du mir sagen kannst. Wenn du im Missalter tanzt, kannst du da auch so. Oder nur ein kleines Ja, wenn ich dich einfach frag. Machen wir heute noch los. Hoffe, bin ich zu direkt für dich. Denn eigentlich mach ich das zum ersten Mal. Doch deine Aura, die führte mich. Ich weiß, ich hab sicherlich gar keine Wahl. Baby, in deinem Blick, ja, da verliere ich mich. Und könnte ich fehlen, wollte ich nie wieder da zurück. Und Baby, wenn's dir nichts ausmacht, dann ist das mein Wort, dass wir uns verstehen. Dann komm mit mir, ich zeige dir Köln, südlich vom Rhein. Wir fahren schwarz mit der Bahn, in uns den Turm, Mann, ich lade dich zum Baby ein. Und dann am Machen, aber ja, spiel ich dir was vor. Flüsse süße Klatschweine rein in dein Ohr. Du und ich zu zweit, südlich vom Rhein. Südlich vom Rhein, yeah, südlich vom Rhein, südlich vom Rhein, yeah. Hey, hey. Goldilocks, südlich vom Rhein. Vom Rhein, Wahnsinn. Wir sind raus wie Käse. Die Sonne.